So, nächster Tag. So, auf zur Arbeit. Oh, Sparschwein. Was mit dem Sparschwein? Concert Review, 1000 Mods Show at the Chaos Theater, what amazing mentor. Mhm. Fidget Spinner. Musik ändern. Ein bisschen spannendere Musik. So, okay, was haben wir hier? Put off today, 5 humans have to die. 1 human must be spared. This is of utmost importance. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ja, 5 Menschen müssen sterben, einer darf. Okay. Einen dürfen wir überleben lassen. Okay. Was machen wir mit dir, mit dem Sparschwein? Wink. Dann können wir hier wieder abstimmen, wen wir leben lassen sollen. 5 Menschen müssen sterben. Okay, dann müssen wir uns wieder mal kurz die Profile angucken. Das ist der Älteste, haben wir hier. Den Ältesten haben wir hier. Dann würde ich mal sagen, das waren die Jüngsten am Leben. Hier haben wir Keith O'Toole, 19 Jahre alt, das wäre noch ein bisschen Social Media Influencer. Ja, die Leute, das ist, die will man durch am Leben lassen, damit er schön weiter influenzen kann. Juhu. Arbeitsloser Influencer, yay. Und alle anderen müssen hier wohl sterben. Kidnapper, ja, das ist ja wohl ein Janitor, Hausmeister. Angst freischaltet, Benefekleitung. Okay. Was habe ich gemacht? Achso, ich habe einen Hausmeister getötet. So. Habe ich meine Aufgaben gelöst? 5 Menschen müssten sterben. Einer muss erspart bleiben. Da haben wir doch alles, oder? Ja. So, Aufgaben für den Tag erledigt. Es ging schnell. Wir kommen schnell voran. Sehr schön. Hallo, Bosskratzer. Oha, Randale. Das Lookout Office, you see Lady Paddington loaning supine on the table. Das Telefon klingelt. Fun I am having. Such a transformation from the monotony of the office. It almost makes it all seem worthwhile. Yes, you expect your daily summary, but I still cannot find it in me to burden myself with this matter. So, off you go. Okay, das ging ja schnell. Geld für mich. Bart offen. Sehr schön. Da hat es wieder gerunzt. Okay, mit ihnen haben wir schon geredet. Ein Drink. Welcome back, Grimmy. Always a pleasure to see you around. We here got another quiet Sunday on our hands, though. Sure, what's your poison? Es ist schon wieder Sonntag. Ein Kaffee bitte. Au revoir, Lil Reaper. Danke für den Drink. Schönen Drink. Nach Feierabend. Nichts zu verachten. Oha. Verdammt. Hier, das ist die klassische Gloom Cape. Brauchen wir. Nur klassisch kleiden. Hier haben wir die verdammte Wolke schon wieder. Ignoriert die Wolke. So, nächster Tag. Kann sein, dass die Bar nur am Wochenende auf hat, Samstag und Sonntag.
Weil gerade wurde gesagt, ist Sonntag. Kann das sein? So, Instructions. True humans have to die. Okay, hier haben wir einen Helikopterpilot, 43. Literary Critic. Ein Literaturkritiker, 43. Hier haben wir Event Organizer. Und eine Nonne, mit 41. Eine Ordensschwester. Okay, wenn das so am Leben. Helikopterpilot, sollte man am Leben lassen. Zwei Menschen sollen sterben. Und die Nonne lasse ich auch am Leben. Dann ist ja wohl klar, wenn ich umbringe. Ist ja hier nach Ausschlussverfahren. Zwei Menschen müssen sterben, zwei Menschen sterben. So, und du bleibst am Leben. Du bleibst am Leben. Sehr schön. Haben wir die Nachrichten. Nicht gelesen, aber was soll's. Oh, hallo Chef. Bin wieder da. Grim? How about we skip the pleasantries and get back to usual pointless drudgery? Right. I see the exact amount of profiles requested. At least someone seems to be up to their task. Oh, whatever. Why am I livid? Because the rest of highest management thought it necessary to remind me that taking sudden leave is detrimental to our aspirations. Was für ein Rest of highest management? Es gibt noch andere außer Fate. Ist nicht der Boss von allem? To admonish me for taking a couple of days to perform important research. Er ist nicht der Chef von allem. As was reminded, the saying goes, now, how was it? Nothing in life is more certain than, yes, exactly. Ja. Either way, the nerve they have to lecture me on how to do my job. It is rather irritating, is it not? No matter, Grim. I apologize for taking it out on you. Good night. Irgendwo freischaltet Oink. Aha, okay. Was ist mit dem Sparschwein? Yo ho ho! What can old Mortimer provide ye with today? Wie können wir es leisten? My, 'tis a true classic. See, meat much too warm nowadays, though. So you're more than welcome to it. Juhu. Ah, jetzt müssen wir uns umziehen hier. Blessing Boom. It's very cold. Halt Mund. It's freezing. Everything halting to a standstill. Yes, everything would go maybe in a new lifetime. So. Kapuzengestalt. Classic Blue Reaper. Asbestmaske. Kürbis. Achso, das ist bei den Klamotten wahrscheinlich. Klassiker. Ja, den klassischen Boneheads Stone Cold Classic. Ja. Der alte Umhang hier. Oh, Weihnachtsmann. White Christmas. Ritual. Awesome. Cool, die gefallen mir. Ritual. Witch. Wild. Vampire. Das gefällt mir auch. Schwarz-Rot. Und Weihnachten. Oh Gott. Weiß und Gold. Ich nehme das hier, das sieht gut aus. Und den bunten, ich nehme mal hier das Outfit, finde ich am besten. Finde ich immer noch am besten den, nicht den Kürbis, nicht irgendwas, sondern ja, einfach Grim Reaper. Schon
schon wieder die Wolke. Ich hau nicht ab. Okay, da sie war es wieder unten. So, Grimmayer. Was steht heute an? Critic dies from blood poisoning after extreme stabbing themselves with pen. Hat sich jemand mit dem Stift umgebracht. Go with the flow. Ach. Die Randomness beginnt wieder. Dann machen wir wieder die. Setzen wir wieder die Coin ein, würde ich sagen, oder? Brennen. Fidget Spinner. Brennen. Wir müssen die Musik ändern. So. Bin ich sonst gar nicht mehr im Profil durch. Hier. Zahnarzt ist er. Soll sterben. In freier Hand. Schon ein bisschen chaotisch, aber was soll's. Wir folgen die Regeln, das ist das Wichtigste. Du musst sterben. Die Münze hat entschieden. So, was ist mit dir? Oh, du musst sterben. 21. Oh, schade. Immer noch jung. Du musst sterben. Viele müssen heute sterben. Und du? Auch sterben. Darf jemand am Leben bleiben? Ah, er darf leben. Sehr schön. Was mit ihm? Auch am Leben. Er bleibt auch am Leben. Und er? Er bleibt am Leben. Okay. Und er? Bleibt am Leben. Sehr schön. Fast Gleichstand hier. Zack. Rein damit. Die Entscheidung von der Münze treffen lassen. Wenn man absolut kein Gewissen mehr hat, dann geht das auch so. Grim, welcome. You know, pursuing my art has given me insights. I have been thinking of humanity, of mortality, their importance, worth, and meaning. You wish for a daily performance review instead of a thoughtful discussion? Ganz genau. Fine. Let me gather the files. I certainly put them somewhere. Here. Oh, yes. You absolutely did everything correct today. Such guter Mitarbeiter. Ridiculous profile work. Happy? Sometimes I do not comprehend you at all. Well, that concludes our meeting. Good night, Grim. Kurzer Prozess. Alles klar. Was gibt's bei ihm? Die Kartenname könnten wir nochmal kaufen, aber können wir uns gerade nicht leisten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das will. Das sind dann die Tudor-Outfits. Da ist eher Modi der Typ für. Nächster Tag. So, arbeiten gehen. Regeln. Vier Menschen müssen sterben. Die Nachrichten. Sehr viele. Weltweites Chaos. Haben wir auch noch Plüschti hier. Und wir haben eine Auszeichnung. So. Entscheidungsmünze. Du musst leider sterben. Du musst sterben. So, was mit dir?
Three humans have to die, okay. Du musst sterben. So, einen müssen wir umbringen, also das ist so eine Münze. Oh, er darf leben. Okay, dann müssen wir den anderen. Dann muss er jetzt sterben. Okay. Let's go, schließen wir den Tag ab. Das ging schnell. Die Wolke hat zu schimpfen. Ah, the beginning. It has the sweet taste of deliverance. Every blade of grass, every ray of light. Was beginnt? It is a captivating day, is it not, Grim? Weltuntergang oder was? Indeed. Alas, transformations often require sacrifices. Do you agree? My high spirits leave me at a loss for words. Who cares, Grim? They are a bore. Das stimmt. What you always do, Grim. It is your job to take care of the world. I trust you to make. Wenn es mein Job ist, das Gleichgewicht der Welt zu halten. Uff, na dann gute Nacht. I myself must concentrate. The muses have struck me. They beckon. Work to be done while there is still time. Gute Nacht, Chef. Gilt für mich. Und so es geht fließt. I'd have ye on me crew anytime. Ich glaube, wir sollten mal für den Globus hier sparen. Wäre gar nicht so schlecht. So, Blessing Bloom, wir hören uns das nochmal an. Did you last smell the fresh scent of blossoming lilac? Heard the soft, felt the soft hum of the earth, yearning for attention. It's not just your memory. Oh, proud reaper. Sometimes you cut too deep. Und today. So. Ist noch kein Wochenende. A letter. Six humans have to die. Let's go. Am Anfang habe ich das rote Buch entscheiden lassen, jetzt die Münzen dran. Ein Gangster. Ganz richtig entschieden, Münzer. Ein Kleriker. Muss auch sterben. Ein 72 Jahre alte Rentner-Dame. Muss auch sterben. Sechs Menschen müssen sterben. Drei haben wir schon. Einer darf leben. Okay. Criminal Scientist. Soll sterben. Okay. Ein 14-jähriger alter Subdi Chain Koordinator. Was auch immer. Muss sterben. So, Waiter. Was auch mein Waiter ist. Muss sterben. Dann bleibst du mal neben, oder? Der Farmer bleibt am Leben. Und was sonst? Let's go. Ziemlich viele tot heute. Die Wolke nimmt zu Zwiebel. Grim, I find myself at an impasse. Lend me your thoughts. Den Impfpass hast du gefunden? Wahrscheinlich nicht. Should my prose be more experimental? Impass, nicht Impfpass. Or should I stick to traditional narrative techniques? No, not really. I have been most occupied. Fine. Let us take a look at the situation. My, so much chaos. Pain and suffering are off the charts. Everything Chaos. Is on fire.
while ice invades from the polar. Klingt nach einem Bad Ending, wo ich die Regeln befolgt habe. Endless mountains of trash, undrinkable water, unbreathable air, toxic pollution. Das klingt nach Weltuntergang. Ultimate ecological masterpiece. And in the center of it, Kathleen Holmes. Kathleen Holmes, wer ist das? You, a human, could be this destructive. What can I say? Kleiner Schluck. Things do not seem to be going well at all. Ich glaube, wir hätten den Namen uns merken sollen. Are you Holmes. Sure you are trying hard enough? Ah, what is done is done. These are the consequences you must live with while you still live. Mhm. Off to work, Grim. Certainly you have no time to waste now. Es geht wohl langsam zum Finale. How many times have we met? I lost all count. Hat ja auch aufgehört zu zählen. Das können wir uns noch nicht leisten. Ich spare noch ein bisschen für die Kugel. So. Noch nicht Wochenende. Die Regeln. Zwei Menschen müssen sterben. Okay, gib Ruhe, Handy. Können wir das Handy hier verstauen? Oh, okay. Es hat ein Baby, das Schwein. Einen Radierer brauchen wir nicht. Okay, zwei Menschen müssen sterben. Wir haben drei Profile. Wir haben Politiker, einen Rentner und wir haben CIO. Okay, Münze. Okay, du meinst. Zwei Menschen müssen sterben, dann lassen wir den Politiker am Leben. Okay. Ab damit. Wir hätten uns den Namen merken sollen. Das war vielleicht Hello, Grim. Entscheidend. I've been absorbed in my work. Tell me, how goes it out there in the wilds? Really? Glancing at the report backlog, things do not seem to be getting any better out there. Endless rows of industrial smokestacks pumping out poison, chemical waste pooling in groundwater, a total collapse of the biosphere. Wir steuern auf ein Bad Ending zu. Das Gefühl. It truly looks like the end. I am giddy with anticipation. The worst. Well, I do hope you will manage. Goodness, look at the time, Grim. Precious moments wasted. Enjoy your night. Das werden wir. Ja, draußen sieht es schon apokalyptisch aus. Sieht schon seit langem aus. Ever wonder if there's a way to do things differently? Bald können wir uns die Kugel leisten, was auch immer die uns bringt. Die brennt dann wahrscheinlich, wenn sie die Welt zeigt, wie sie gerade existiert. Ein weiterer Tag im Office. Gib Ruhe, Handy. So. The few remaining humans have to die. Ach, das sind die überlebenden Personen, die noch hier am Leben sind. Okay, das sind zwei Menschen. Alle müssen sterben. Ist das richtig? Hab ich das richtig verstanden? Happy End, Fate. Das sind die letzten beiden Leute, die hier noch
am Leben sind. Let's die. Nächsten überlebenden Projektmanager und Scientist. Gute Nacht. Und die Weltpopulation zerstört. Angriffskirche, der Deathbringer. Die Welt ist am Ende. Alle ausgerottet. Quieter, Grim. Not much left now. An immaculate execution. The work of an artist. The planet is virtually uninhabitable. The few remnants choking on noxious air. It is the last gasp of humanity. Slowly going out. Das heißt, da wir ja die ganze Zeit seine Regeln befolgt haben, die Regeln vom Fate, ja, vom Schicksal, wer hätte es gedacht, die Pläne vom Schicksal waren es, die Welt zu zerstören und das Ende zu bringen und das den Menschenleben auszurotten. Wir haben dabei geholfen. It is a bit of a somber moment, now that I think about it. I have been with them for so long. Anyway, and crucially, my book is nearing completion. Mm. Far beyond freezing, my friend. It nears absolute zero. Leave me to my grand labor, Grim. Tomorrow we shall deal with the final matters of this office. Aha. Letzter Tag. Kein Geld. Was? Warum? Aber in der Bar. Ich verpasse mein letztes Geld in der Bar. Oh, hallo. Dich haben wir noch nicht kennengelernt. Also ich brauche einen Drink. If it isn't my good pal Grimoire. Es ist Wochenende. Samstag und am Sonntag entscheidet sie alles. Has it already been a month? It's like you just got here a couple hours ago. War das ein Monat? Word is, you've caused a huge mess out there in the world. Everything's like burning, drowning, dying all at once. No, alles stirbt. Lockdown. Was ist so, was ist das? Was ist Knockdown? Kenn ich ja gar nicht. Who exactly is getting in your way? Ah, boss. Certainly highest management should have known better than to let this catastrophe happen. An inexcusable oversight. You imagine you ought to be in charge instead? Alas, we don't live in imaginary worlds with fictitious rules spawned by your mind. Ja, ich hätte nicht immer auf die Regeln kommen müssen. This world and there's not much left of it. Ich habe auf alle Regeln und um die Regeln gehalten. Das hat jetzt den Tod der Welt gemacht. Ich habe die Welt in den Abgrund geschubst. Na toll. Time to get that last drink, huh? Letzter Drink. Sure. Ja, damit. Oh, Death in Texas Drink. Ja, damit. Oh, ein schöner Drink. There's an additional flavor of dramatic action articulation with ties it together in a bizarre blend. What's your poison? Right up. Au revoir, little Reaper. Au revoir, Barkeeper. Jetzt haben wir unser Geld hier für zwei Drinks ausgegeben. Reden wir nochmal mit dir. Hallöchen. What ho, Mighty! At last we meet here. The finest tavern in all the lands. You know. I'm reminded of the time me and me crew were sailing around the Cape of Ill Omen. And correspondent to the name, a mighty storm or a brew right on the horizon.
Ja, dieser mächtige Sturm, wo mein Wecker denn geklingelt hat. Aha, interessant. Shook our ship to and fro. Many of me mates swept into the icy depths of the unforgiving ocean. Aye, the sea's a cruel mistress. No ways about it. So. All of a sudden, the beguiling song of the sirens reached my ears. Now, you'd think sirens would sing afore, trying to lure ye to wreck ye ship on the rocks. Nay, sirens be having a bum rap. They even tried to save some of me mates, but 'twas too late. Many claims by the coffer. Afterwards, we all, sailors and sirens alike, got exceedingly drunk off some grog we found. Can't let the chance for a good party to go to waste, eh? Absolutely, eine Geschichte wollen erzählen. Tales of glorious exploits. Ach, das ist Mortimer. Ich erkenne ihn jetzt erst. Der alte Verkäufer. Wir erzählen dem Mortimer unsere Geschichte. See, 'twas a most remarkable tale, a marvelous memoir, eine lustige Geschichte. In return, I offer ye a gift. Telemaster, Augenschaft freigeschaltet, wir haben unsere Geschichte erzählt. This here contraption is called a phantasmalizer. Use it to measure the many spirits ye have imbued into your gullet. Handy after any visit to the tavern. 'Twas a great pleasure to have your attention. Time to head back to me Emporium. Comrus awaits. Tschüss, Mortimer. Damals geht ausgegeben. Time's running out, friend. Wir haben jetzt natürlich kein Geld. Aber was soll's? Hätten wir hier noch was kaufen können. Naja, end today. Ein neuer Tag. Nochmal ins Office. Die letzten Menschen sterben lassen. Und direkt zum Chef. Nee, nochmal ins Office. Hallöchen. The last human must die. Der letzte Mensch, der lebt. 22 Jahre alt. Remy Saint Roman Just. Last human on Earth. One last living entity stumbling across an endless wasteland, drawing the final breath. Dann lassen wir ihn sterben. Den letzten Menschen. Und beenden wir das Weltgeschehen. Beenden wir die Weltpopulation, stützen wir die Welt ins Ende. The last day, Grim. The last choice. So, how did you choose? Ja, was für eine Wahl. Das ist
Sollen wir den letzten Mal, ja genau, den letzten Menschen am Leben lassen. As is appropriate. No need to prolong the suffering of the last one. We are not cruel, after all. Really, Grim? Honestly, this is not like rocket science. It should seem fairly obvious I caused the end times, yes? Ja, es war ja klar. Ja, das Schicksal selbst ist unser Boss. Und unser Boss, das Schicksal, wird, dass die Welt zugrunde geht. Und wir haben geholfen dabei. Waren blauäugig. Dying is by my design. It is true. I do not love humanity, not a bit. Hätten wir sehen können. Why, you ask? Ich hab dem Schicksal vertraut. I have grown tired of it all. This tedious existence. These humans. The endless tirade of death. It is all meaningless, you see. An endless loop of monotony that I cannot escape. That we cannot escape. Tja, es gibt wohl in dem Spiel noch drei Endings. Also, drei Endings insgesamt. Ein schlechtes, ein mittelgutes und ein gutes. Mal schauen, welches wir erreicht haben. Ich habe das Gefühl, wir haben eine schlechte Ending erreicht. Ja. Mal schauen, ob wir die anderen zwei auch noch hinkriegen. Do you know how long ich werde noch einen One machen. Doing this? I barely remember myself. I am exhausted and sick of it all. I wish to stop, but no one can leave until the job is done. But if the great dying claimed them all, then I could be free and claim the rest I deserve. So, I helped the great dying along, piece by piece. Ja, wir waren eine Marionette. Wir waren eine Marionette Schicksals und haben die Welt blauäugig, unwissend in den Abgrund geritten. No need for an equilibrium. This office will not be necessary, and we can all fade away. Trusted Minion. Ja. And performed admirably. Off you go. Treu an die Regeln gehalten. Do what you wish with these final hours. We will not be meeting again. Errungenschaft freigeschaltet. I'll be back. War changes. Global warming. Society's falling. The world exploited. Humanity wiped out. As you ponderously wait to fade away. Fellow traveler, that was fun, wasn't it? The choices, the excitement. Admittedly, ye did largely screw everything up. The world is in shambles and all. Can't really change that. But I can offer a new cycle. A turn of the hourglass, and ye shall be set upon a path in a fresh timeline. A parallel world, so to speak. There ye will again find every friend and enemy, hope and error. Knowledge and loot will remain, of course. Otherwise, 'tis the eternal recurrence of all things. A new chance? The end. Ich würde eine neue Chance wählen. Ich will es auch hier mal beenden. Ich weiß nicht, dürfen wir dann
Dürfen wir da nicht nochmal versuchen? Spiel durchgespielt. Ende aus, Mickey Mouse. Keine One. Es wäre traurig, wenn wir es nicht nochmal spielen dürften. Müssen wir das Spiel resetten, müssen wir die Dateien löschen des Spiels. Also eigentlich will ich eine neue Chance. Ich will auch die Credits hier mal sehen. Naja gut, ich sag mal New Chance. Ich will es nochmal versuchen. Machen wir das. Und begin again. Gut, na dann, die Credits müssen wir auch noch nicht gucken, weil wir werden noch einen zweiten One machen. Glaube ich, nach oben soll es euch gefallen haben, der erste One. Habt noch einen angenehmen fristigen Tag und wir sehen uns im nächsten Part mit dem anderen One, wieder mit dem zweiten One. Wir versuchen das nächste Ending raus zu finden und diesmal hauen wir auf den Putz und wir folgen keine Anweisungen des Chefs und machen genau das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben. Wir befolgen die Regeln nicht, wir tanzen aus der Reihe. Gut, ich würde mal sagen, bis dann und ciao.